Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zum Guild Wars 2 Let's Play der Flussufer Allianz. Mit mir, mit Olli, endlich wieder in Tyria unterwegs. Viel hat sich ja jetzt nicht verändert beim Charakter. Der blieb ja so lange jetzt hier stehen. Aber, liebe Freunde, wir hatten Geburtstag. Das heißt, wir haben das Spiel vor ja gut einem Jahr angefangen. Zumindest das Let's Play, den Let's Play Charakter. Und wir haben ein Geschenk bekommen und das möchte ich natürlich gleich mal aufmachen. Es ist eine Mini-Königin Jenna drin, die wir jetzt schon 7-mal haben oder so. Eine Schriftrolle der Erfahrung, das heißt, wir können mit dieser Schriftrolle gleich auf Stufe 20 aufsteigen. Und ein Geburtstagsverstärker, der einen Tag lang geht und 100% auf magisches Gespür, auf den Weltrang im WVW, auf die Erfahrung für besiegte Gegner und Gold für besiegte Gegner gewährt. Und den würde ich sagen, aktivieren wir gleich. Der wird zum Glück immer angehalten, wenn wir diesen Charakter nicht spielen. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal weiter um die Genderanfelder, die wir angefangen hatten vor langer, langer Zeit. Es ist ja schon wieder so ewig her. Aber momentan ist das Aufnehmen halt echt so eine extreme Problematik, was die Zeit angeht. Es ist einfach so, dass ich so viel auch außerhalb der Arbeit um die Ohren habe. Das große Projekt mit Chaos Shots. Das ist eine Fotografie-Website, die ich mit einer guten Freundin zusammen ins Leben gerufen habe, wo wir unsere Werke präsentieren können, wo Leute, die Interesse an einem Fotoshooting haben, uns auch anschreiben können. Und, das läuft gerade richtig an, da gibt es richtig viel zu tun. Es sind viele Fototermine vereinbart und deswegen ist momentan einfach die Zeit, auch wenn es nicht nur bei der eigentlichen Arbeit scheitert, oder an der eigentlichen Arbeit scheitert. Echt sauknapp zum Spielen momentan. Beziehungsweise zum Aufnehmen. Das Spielen, das klappt schon hin und wieder, dass ich mir da ein bisschen Zeit für nehme. Aber dann ist es hier einfach generell auch so unruhig zu Hause, dass eine Aufnahme nicht möglich ist. Dadurch, dass ich jetzt kein extra, ich sag mal, Arbeitszimmer oder Aufnahmezimmer oder ähnliches habe, das alles vom Wohnzimmer her mache, kann ich natürlich nicht zu jeder Zeit aufnehmen, ne? Da muss ich schon auf die restlichen Familienmitglieder, sind ja nur zwei, also Frau und Hund, Rücksicht nehmen. Sonst wird das auch keine gute Aufnahme, wenn man immer Hintergrundgeräusche hört, was sich ja auch so nicht immer vermeiden lässt. Hin und wieder hört man ja dann mal die Klingel, den Hund vorbeirennen oder lauter so tolle Sachen, die euch hoffentlich nicht allzu sehr stören. Trotzdem probiere ich jetzt wieder ein bisschen aktiver zu sein. Ich versuche wieder mehr aufzunehmen, weil mir die ganze Sache ja einfach auch richtig Spaß macht, ne? Also für mich steht völlig außer Frage, ob ich es komplett sein lasse. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich will weiter aufnehmen. Ich habe echt Freude daran. Und ja, mach deswegen das Ganze auch, ne? Ich mach's wirklich nur aus Spaß daran, nicht um irgendwie mit YouTube Geld zu verdienen oder ähnliches. Deswegen habe ich auch keine Werbung geschaltet oder sonstige Sachen. Lohnt sich erstens einfach auch nicht, ne? Im Vergleich zu anderen YouTubern oder Let's Playern relativ geringen Klickzahl, über die ich mich trotzdem immer wieder freue. Das muss ich einfach immer wieder sagen. Selbst wenn sich das Video nur einer anschaut, dann weiß ich, ich habe wenigstens für den einen aufgenommen. Und darüber freue ich mich natürlich riesig. An dieser Stelle grüße ich dich, du einer. Und du anderer vielleicht auch noch. Und da weiß ich einfach, dass ich mir nicht ganz umsonst den Mund fusselig rede. Und das macht mich einfach schon zufrieden. Darüber freue ich mich. Ich brauche keine 10.000 Abonnenten und 1.000 Klicks auf die Videos, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich will hier einfach ein bisschen spielen nebenbei, ein bisschen reden, auch alles einfach mal loswerden, was man so zu erzählen hat. Ne, man hat ja immer vieles auf der Seele, gut, vieles gehört natürlich auch nicht
auf YouTube, gerade so intime, private Sachen, werde ich natürlich nicht preisgeben. Das wäre äußerst nicht sinnvoll. Ja, aber trotzdem hat man immer wieder Themen, über die man einfach gerne reden möchte. Von dem man auch nicht unbedingt immer eine Antwort braucht, sondern einfach, dass man weiß, da hört vielleicht der ein oder andere zu. Das freut einen auch schon, das nutze ich deswegen auch, um euch einfach mal die Ohren abzukauen, ne? Ihr gebt wenigstens keine Widerworte, während ich erzähle. Nein, wir können natürlich gerne in den Kommentaren kommentieren. Ja, aber das ist der Grund, warum ich das ja auch alles mache hier bei YouTube. Warum ich mir die Zeit versuche zu nehmen, weil es mich eben auch ein wenig runterfährt, weil man da so gut die Zeit vergessen kann. Jetzt bin ich einfach an dieser Wegmarke vorbeigelaufen, anstatt die mitzunehmen. Ja, wenn man da einfach die Zeit vergessen kann, alles was um sich passiert vergessen kann und sich einfach mal alles von der Seele redet. Dazu ist es ja gedacht. Genau. Ja, und der zweite Grund, wir waren ja beim Aufnehmen stehen geblieben. Also glaube ich. Jetzt schauen wir erstmal, was haben wir in der herzlichen Aufgabe? Untersucht verdächtige Bücher nach Piraten, entschärft die Fallen im Anwesen und befragt das Dienstpersonal, um verkleidete Piraten zu finden. So machen wir das. Da ist schon eine Falle. Ja, der zweite Grund, warum das mit den Aufnahmen momentan ein bisschen schwierig ist, ist ganz einfach, dass mein PC momentan aus mir unbekannten Gründen so unglaublich langsam geworden ist. Ich habe schon mal mit Norton Antivirus, das benutze ich da, ja gut, seit anderthalb Jahrzehnten, also eigentlich schon immer, seit ich mit einem PC online bin, benutze ich das Norton und habe das auch schon mal drüber laufen lassen. Der hat nichts gefunden, also ich gehe mal davon aus, dass ich mir nicht unbedingt was eingefangen habe an Viren oder so. Aber man merkt es schon extrem. Ich hoffe, man sieht es dann hier im fertigen Video nicht so sehr, dass die oder dass der Spielablauf hier relativ stark ins Stocken gerät in vielen Situationen. Also momentan, wenn ich die Aufnahme anhab, bin ich so bei 18 bis 24 Frames. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das macht das ganze Spielen auch ein bisschen, naja, nicht so sehr gourmethaft, wie ich das bisher gewohnt war. Und gerade so Spiele wie Tomb Raider, was ich angefangen hatte, was ich eigentlich auch sehr gerne weiter, und das ist nur ein Moor, sehr gerne weiter auch aufnehmen würde, ist eigentlich nahezu unspielbar momentan. Auch nur ein Moor. Die will ich natürlich nicht anklatschen. Und deswegen wird da, bis ich das Problem behoben habe, auch nichts kommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Testaufnahme davor gemacht von Guild Wars. Ich habe jetzt einfach wieder angefangen. Ich hoffe, dass das Video weitaus flüssiger läuft, als es die Aufnahme gerade macht. Aber ich kann halt auch beim besten Willen nicht feststellen, ja, an was es momentan scheitert, dass der Rechner so langsam ist. Ich merke das auch bei jeglicher Bild- und Videobearbeitung, dass er halt deutlich mehr Zeit zum Rendern braucht. Oh, habe ich die Aufnahme von einfach weggeklickt? Wir wollen doch die Aussichtspunkte immer genießen. Ja, das passiert, wenn man zu viel redet. Ja, hier schalte ich trotzdem mal auf den Kampf um. Und genau, das ist einfach der Grund, warum momentan eben das Aufnehmen auch allein technisch nicht ganz so viel Spaß macht. Vom Spielspaß an sich ist weiterhin ungetrübt, aber technisch ist das Ganze halt momentan recht schwierig. Deswegen ist auch wieder die Webcam unten links verschwunden. Ich wollte jetzt eigentlich immer mit Webcam aufnehmen, weil das neue Update von Bandicam damals das endlich wunderbar auf die Reihe bekommen hat, die Webcam da einfach mit einfließen zu lassen, wie so eine Art Podcast. Aber das wäre momentan überhaupt nichts. Das
sprengt dann wirklich jegliche Bildrate, wenn ich da jetzt noch die Webcam mit reinrender während der Aufnahme. Das ist halt momentan echt nicht möglich. Aber sobald... Wo sind die denn immer hin? Aber sobald das Ganze wieder behoben ist mit dem PC, sobald der schneller läuft, das muss auch jetzt irgendwie mal dringend geschehen. Weil wie gesagt, gerade zwecks der ganzen Fotoshootings, die anstehen, die ganzen Bilder, die gepostet werden, ist natürlich auch eine Menge Arbeit mit Photoshop verbunden. Und wenn das alles nur so schleichend vorwärts geht, das zerrt dann schon Zeit und Nerven. Haben wir hier noch irgendwo bestimmt unten noch was? Und das möchte ich so schnell wie möglich abändern. Ja, also wie gesagt, wenn ihr an guten Fotografien Interessen habt, einfach mal Chaos, also K-A-O-S, minus Shots, S-H-O-T-S.de besuchen. Das ist unsere Seite, unser Projekt, was wir ins Leben gerufen haben. Ich mache hier einfach mal Werbung für mich selbst. Ihr werdet mir das hoffentlich nicht krumm nehmen. Wird auch nicht allzu oft passieren. Ich wollte es nochmal loswerden. Hier können wir ein bisschen Gerümpel verkaufen. Und da könnt ihr euch gern mal umgucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dort gibt es auch Kommentarfunktionen. Da könnt ihr gerne reinschreiben, wenn ihr von hier kommt und euch die Seite gefällt. Das wäre natürlich wirklich mal sehr interessant zu erfahren. Aber wie gesagt, muss auch nicht. Ist nur ein Vorschlag meinerseits. Und das muss ja alles nicht. Ach siehste, da habe ich mir gedacht, ich habe ja, wie gesagt, untätig ganz in Guild Wars war ich ja nicht. Und es gibt ja diese netten Kleidungssets jetzt. Und habe ich auch schon ein paar. Und ich dachte, wir haben immer noch Winter. Ja, Januar, da ist es ja eigentlich kalt, auch wenn gerade nicht in den Gender-Randfeldern. Und da dachte ich, wir können uns einfach mal ein Kleidungsset über den Wanst ziehen. Sehr barock. Sehr schön an für sich. Vielleicht noch die Mütze dazu. Ja, das sieht doch nach was aus. Und gestalten unseren Weg weiter mit diesem wunderschönen Gewand. Das habe ich mir vorgenommen für das Let's Play. Da sehen wir auch mal was anderes. Das erfreut uns doch auch. Ich laufe momentan eigentlich nur so wahllos durch die Gegend. Dabei will ich doch eigentlich diese Karte gemeinsam mit euch abschließen, bevor wir dann mit der eigentlichen Geschichte weitermachen können. Deswegen laufen wir jetzt mal hier hoch in das noch unentdeckte Gebiet. Schauen mal, ob man da noch was... Im Quaggan-Rucksack ist auch wunderbar, sieht das aus. Ganz toll. Laufen wir jetzt in das Gebiet. Hier haben wir das Zeltlager, das damals entstanden ist, als die Angriffe auf Löwenstein begannen. Scarlet hat Löwenstein angegriffen. Und die Bewohner retteten sich hier in die Genderanfelder, in die Feste der Wachsam, unter anderem. Aber auch halt in dieses Vorlager. Das Gebiet war dann hier immer sehr belebt, weil sich hier auch alles abgespielt haben, ne? Das heißt, Tausende von Spielern schon allein und die ganzen NPCs, alles hat sich hier versammelt. Ein bisschen was ist auch noch hier. Löwenstein ist ja wieder im Aufbau. Und die lebendige Geschichte, da ist momentan sogar die Staffel 2 beendet. Am Samstag, also übermorgen, da wird dann ja enthüllt, wie es weitergeht. Ich vermute oder hoffe auch, dass es ein Add-on geben wird. Mehr ist noch nicht angekündigt. Heard of Thrones heißt das ganze Projekt, was man auf der offiziellen Guild Wars Seite bestaunen kann, aber es ist halt noch nichts dazu gesagt. Deswegen freue ich mich drauf, bin sehr gespannt, was da kommen mag. Stell mich jetzt erstmal hier hin. Der rät mir, die Karte zu verlassen und auf eine belebtere zu wechseln. Das machen wir natürlich bereitwillig, da ist dann auch mehr los. Und damit möchte ich mich aber schon für die
ja, neue erste Folge oder Wiederfolge von Guild Wars 2 Let's Play der Flussufer Allianz fürs Zuschauen bei euch bedanken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch gleich bei der nächsten Folge. Ich sag wie immer, bis dahin, auf Wiedersehen!